läuft los, gibt den Pass hier rüber, geht hinterher, nimmt die Position ein. In dem Moment, wenn der losläuft, kommt der hier rein im Timing, der geht ein, zwei Schritte, spielt hier am Tor vorbei, also Timing-Übung. Im Endeffekt immer Flo, der geht hier hin, der geht hier weiter, der nimmt die Scheibe, spielt sie wieder hoch, der geht wieder weiter. Dreimal in die eine Richtung, drei, viermal in die andere Richtung. Du weißt, wie es geht? Ich passe ihn. Ja, du läufst los. Einlaufen hier. Du läufst los. Perfekt, alles klar, ohne Zeit. Erste läuft ohne Scheibe. Ohne Scheibe, ja. If they score, is it over? No, it's 1 minute. They try to score as many as you can. Olli, deine ersten Trainingseinheiten mit den Ice Tigers, wie fällt dein Fazit bisher aus? Ja, durchaus positiv. Also wir haben uns Montag getroffen, Montag eine lockere Einheit am Nachmittag gehabt, gestern schon zweimal und ja, ich denke, es ist gut zum Reinkommen jetzt hier, ein paar Mal am Eis zu stehen, klappt super bisher alles und ja, ich denke, wir steigern uns schon jetzt von Tag zu Tag und deshalb sage ich grundsätzlich auf jeden Fall positiv. Du hast dich relativ spät entschieden, wo du hinwechselst. Die Entscheidung ist auf die Ice Tigers gefallen. Wieso? Ja, ich sag mal so, dadurch, dass Hamburg dann noch weggegangen ist aus der Liga, hat sich das alles ein bisschen hingezögert. Ich denke, das haben wir alle mitbekommen, dass das im Sommer ein bisschen chaotisch alles war. Ja, du sagst es relativ spät, aber ja, ich denke, das Konzept stimmt in Nürnberg. Die Jungs sind super, die, wo ich kenne. Und ich glaube, Nürnberg als Stadt kann was. Und ja, eine ambitionierte Saison zu spielen, denke ich, mit einer Top-Mannschaft, das war halt auch ausschlaggebend. Jetzt bin ich spannend, mal rüber zu Dirkie. Oberkörper, Medizinball nehmen, Liegestütz, Ball rüberschieben, Ball nehmen, jede Seite 5. Vielleicht können wir ja für diese Doppelanstellung. Bester Unterzahlspieler und bester Video. Das war doch top. Neben Top.